Dann kriegen wir ja in der Nachspielzeit, kriegen wir dann das 2-2, was aus unserer Sicht sehr, sehr bitter ist. Ich habe jetzt draußen genug in den Interviews gesagt, ich will es jetzt nicht wiederholen. Ich bin nicht einverstanden mit dem zweiten Tor, ich bin auch nicht einverstanden mit der Schiedsrichterleistung. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Spielerleistungen heute gesehen, aber keine gute Schiedsrichterleistung. Aber dabei möchte ich es dann auch jetzt belassen. Ich habe genug dazu gesagt. Dankeschön. Von unseren Fans wieder zu glauben, dass wir können wieder tun. Und am Ende ist es nicht einfach zu erklären, was wir haben wieder gemacht nach letzter Woche, in den letzten Minuten. Xavi, du bist gesperrt nächste Woche. Zum ersten Mal als Trainer in deiner Karriere. Nein, das erste Mal. Nein? Ja. Ich war mit der zweiten Mannschaft gesperrt. Auch. Ja, es war ja vor deiner... Aber in Leverkusen, ja. Vor der Zeit hier. Ich war in der Nahe letzte Saison auch. Aber ich hatte nichts, etwas Besonderes passiert auf der Bank. Ich habe nicht diskutiert, nur Diskussion mit der Jury, auch mit anderen Bank, aber voll Respekt. So, ich verstehe nicht so gut die gelbe Karte, ehrlich zu sein. Wenn ich jetzt hier drauf schaue, haben halt die Leverkusener 17 Punkte mehr. Das ist unglaublich. 17 Punkte mehr geholt. Nein, wir machen einen guten Job und trotzdem dürfen wir uns da jetzt nicht locken lassen. Vor allem nicht vor dem Spiel gegen Bayern München.